Heidi, ho, Freunde, willkommen zurück bei Amnesia. Ja. Wann kommt endlich Amnesia 2? Oh, Freunde, ich bin schon in die Richtung gegangen, in die richtige Richtung. Denn ich wollte schon das Projekt abbrechen. Also die Map. Denn ich habe das hier nicht gefunden. Wie soll man das auch finden? Ich meine, das liegt hier so rechts in der Ecke und das hat sich wie ein Chamäleon angepasst an den Hintergrund. Ja. Das ging eigentlich nicht und ich wollte schon aufhören, aber dann hat mir jemand in den Kommentaren geschrieben, schau dir diesen Raum doch mal genauer an, Holly. Und hier geht wieder die Post ab. Das habe ich doch gefilmt im letzten Part, oder? Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall das dritte Stück. Ich habe in der Komplettlösung geguckt, also... Was geht hier ab, ey? Habe ich jetzt wieder irgendetwas verbuggt? Sollte hier etwas passieren? Irgendjemand klopft hier die ganze Zeit. Ja? Nee, ist anscheinend niemand. Okay, wir drehen durch. Das ist gut. Das ist gut. Das ist die richtige Amnesia-Stimmung. Ja, ich habe in der Komplettlösung geguckt, was ich eigentlich machen soll. Und dann habe ich gesehen... Merkt mich. dass er drei Stücke hatte. Das grüne Stück habe ich nicht gefunden. Er hat auch nicht gezeigt, wie er es gefunden hat. Er hat immer nur geschnitten, so halt. Immer nur die Lösungen. Aber nicht... Wow! Okay, das ist gruselig. Das ist gruselig. Ich habe schon alles aufgehoben, ja. Gut, muss ich jetzt nicht wieder alles zumachen. Ach genau, das ist ja der Sound hiervon. Das kommt von hier drüben. Ja, eindeutig. Na komm, geh auf. Hallo? Hier ist Bud Spencer. Komm schon, wirf das Bett irgendwo hin. Ja, ich habe ein bisschen zu viel Spinat gegessen. Ah, scheiße. Ich bin viel zu aggressiv. Oh, wie aggressiv ich bin. Okay. Na, den Hebel noch nicht. Moment, wir schauen erstmal ganz kurz, was es hier so gibt. Oh, ich dachte, da fährt Blut hin. Okay. Hier haben wir einen Hebel. Bewegt sich gerade hinter mir etwas? Ich weiß es nicht. So. Ich habe ein bisschen Paranoia hier. Man merkt es vielleicht ein wenig. Aber gut, wir haben jetzt einen Hebel und diesen Hebel, den können wir einsetzen. Ich kann nicht so gut zu dieser Musik singen. Ist es überhaupt Musik? Oder sind das Todesschreie hochgepitcht und lang gestreckt? Da! Rein mit dem Hebel. Rein mit dir. Öffne das Tor. Ja. Oh, ist das das letzte Stück? Ah nein, das ist das Herz. Oh, Freunde, ich habe auch noch den Dolch gefunden. Den Dolch gibt es nämlich da hinten irgendwo. Und da kann man irgendwie das andere Ending zeigen. Also da, wo wir ausbrechen, da gibt es noch verschiedene Wege. Wisst ihr, wo ich durchgerannt bin? Und da habe ich auch einen Schocker erlebt, als ich das nochmal privat gespielt habe, um zu gucken, wohin des Weges. Und ich glaube, da kann man das Herz mit dem Dolch töten. Nein! Ah, seht ihr? Jetzt können wir nicht mehr zurück. Ich hatte den Dolch... Ich hätte den Dolch holen müssen. Oh, oh! Nein! Moment. Hey! Oh, scheiße! okay, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Bin ich gerade uns erst gestorben? Better hold your breath. Das habe ich gemacht, ganz ehrlich. Hä? Nein! Ah, scheiß Ding. Okay, da hat es uns erwischt. Gut, 1-0 für dich. 1-0 für dich. Aber den weiteren Punkt bekommst du nicht. Okay, vielleicht doch. Ja. Hier! Der setzt gleich seine Trumpfkarte ein. Hammer. Hammer. Keine Zeit. Ich stehe hier und pinkel nur. Weg. Aber es hat gute Ohren, oder? Oh, es ist nach links gegangen. Oder nach rechts. Kommt drauf an, ob ich meine Kopfhörer wieder falsch rum aufhabe. Ach, wir sind hier? Okay. Okay, wir haben jetzt hier das Herz. Oh! Aha! Es hat die Tür geöffnet.
Until I can find a way to escape, I shouldn't find a way to destroy the heart. Gut. Wollen wir mal suchen gehen? Den Dolch? Ich glaube, da kriegen wir das Secret Ending oder das Second Ending. Vielleicht gibt es ja auch noch ein Third Ending oder sonst was. So, wir gehen mal zurück und ich zeige euch mal, was ich so erlebt habe. Wir gehen mal zurück und ich zeige euch so, was wir erlebt. Dann geht's halt ohne Dolch weiter. Scheiße. Ich soll das finden, womit ich das Herz zerstören kann? Ja, wahrscheinlich hier hinten irgendwie. Da, bei dem Ding. Er ist nicht da. Ah, okay. Okidoki doki. Ja, das geht auch nicht auf. Na, da geht's auch nicht rein. Ach, scheiße. Gut, konnte ich euch nicht zeigen. Egal. Haben wir halt dieses Ending. Ist doch scheißegal, welches Ending. Hauptsache, Amnesia 2 kommt bald. Auch wenn diese Custom Story echt verdammt gut ist und echt krass ist, was man hier so rausholen kann. Ich dachte, ich habe schon alles gesehen. Hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben. Ich weiß nicht mehr, wer. Auf jeden Fall ein fleißiger Kommentator. Ich glaube, eine Kommentatorin, ja. Einige merke ich mir. Die ziemlich oft zu sehen sind unter meinen Videos. Und das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Aber gut. Soll ich das Herz vielleicht hierhin platzieren? Natürlich nicht. Vielleicht hierhin. Natürlich nicht. Gut. Egal. Scheiß drauf. Wir gehen weiter. Ich kann eh nicht mehr zurück. Ist das Monster... Nein, es ist da lang gegangen. Alles klar. Und dann... Keine Ahnung. Ins Kabal geht jetzt. Oh mein Gott. Jetzt Po was in Aristipo. Sein Pullermann war... irrelevant. Und dann hat er sein... Seine erweiterte Hand genommen und dann etwas tiefer. Oh Gott, was ist das? Okay, egal. Komischer Text. Oh, ist das hier die Opferstätte? Coole Stühle. Sehen cool aus. Für Zwerge. Wow. Okidoki. It was a complete success. Oh nein, habe ich das Herz hergeholt? Sollte ich es vielleicht zerstören? Sollte ich mich vielleicht hier hinsetzen? Ah, unterm Tisch. Unterm Tisch ist bestimmt ein Schalter. Oder nicht? Nein, ich komme gar nicht unterm Tisch. What? Okay. Ah, hier kann man dann drehen. Gut. Wir können nicht dran drehen. Super. Toll. Komm schon. Komm schon, streck. Was machen wir hier? Ja, das ist ja super, dass man hier dran drehen kann. Das ist echt unglaublich und innovativ und bringt uns weiter. Oh. Ah, gut. Warte mal. Vielleicht in irgendeinem anderen... Warte, was war hier gerade? Konnte ich hier gerade etwas anfassen? Ich möchte gerne Sachen anfassen. Wo sind die Sachen, die ich gerade anfassen konnte? Dem Hebel komme ich auch nicht an. Und dem vielleicht? Nee, das ist doch schwachsinnig. Das ist bestimmt nicht richtig. Ja, bestimmt irgendwie verbuggt wieder. Oder ich sehe das offensichtlich hier nicht. Ist wahrscheinlich hier so ein Hebel. An einem Fuß? Muss ich dran lecken? Wieso denke ich an Füße lecken? Ich sollte vielleicht doch lieber an den Dingern drehen. Nee, es funktioniert auch nicht. Aber hier ist noch ein anderer Weg. Leck mich doch am Arsch, du. Das ist doch... Ich denke, zu kompliziert. Hier waren wir doch nicht, oder? Nee. Hey! It's locked. Wer war das? Ich will es gar nicht wissen. Bleibt. It's locked. Das ist auch gut. Es ist immer wieder schön, wenn es nur einen Weg gibt. Erst abschließen, um die dann zu kaputt zu machen? Bist du verrückt?
Oh. Vielleicht sollte ich irgendwie... Ach, keine Ahnung. Zu spät. Ich hätte mir irgendetwas in den Weg legen sollen. Werde ich jetzt verfolgt? Das ist sogar nicht so schnell. Was? Oh. Aber schön, wie er im Flug noch etwas schreibt. So, liebes Tagebuch, gerade bin ich dabei, in den Tod zu stürzen. Ach, was schreibe ich denn? Ich bin schon dabei, in den Tod zu stürzen, was? So, jetzt haben wir das Gleiche. Tut mir leid, mein Gehirn arbeitet gerade nicht so. Ja, geil. Ist jetzt eingestürzt. Und jetzt? Ach, Himmel, auch schon Zwirn. Aber jetzt ist die Tür offen, genau. Jetzt ist die Tür offen, wo das Monster sich versteckt hat. Hier rechts. Hallo. Aber gut, ich sollte vielleicht auch gleich einen kleinen Cut machen. Was? Double Time Holly. Holliger. Hier ist doch gar nichts. Sagte Holly und überprüfte alles noch einmal. Nur um sicher zu gehen. Nur um sicher zu gehen. Aber er sagt nicht mehr, dass es locked ist. Ah! Okay, doch nicht. Ich dachte, ich kann damit was bauen. Ich kann hier runterspringen. Nein. Ich sollte nicht sofort an den Tod denken hier. Ein Selbstmord. Kann ich das hier nicht nehmen oder so? Doch, das hier kann ich nehmen. Und wieso das hier nicht? Komm schon, das ist ein Brett. Nimm es. Ja, wird's bald. Was ist da? Das rettet doch nie im Leben. Oh Mann, muss ich jetzt Bob der Baumeister spielen? Das ist wieder so ein komisches Rätsel. Ich habe auch oft gelesen, dass Leute einfach nicht klargekommen sind mit dem Rätsel und blub. Was soll ich jetzt machen? Ach, der hat sich was notiert, ne? I have to find another way across. Hier vielleicht hochklettern oder sowas? Another way. Ah, Mist, fast. Ja, okay, das ist doch ziemlich lang, der Abgrund. Tja, ich weiß nicht, wohin, außer vielleicht hier hin. Nein, das geht natürlich auch nicht. Übersehe ich hier wieder einen Weg. War die verschlossen? Ja, die war verschlossen. Kann ich darüber? Oh, was ist das denn? Kann ich... Nein. Da oben muss ich hin. Ich kann auch nichts schieben. Das ist doch... Das ist doch... Schreibt mir in die Kommentare, wie geht's weiter? Das wäre ganz nett. Bis dann.